Herzlich willkommen im Kinder- und Familienzentrum Brühl Süd auf der Pele 27. Wir sind eine viergruppige Einrichtung mit den Schwerpunkten Sprachkita und Bewegungskita. Werfen wir einen Blick hinein, sehen wir den Flur im Untergeschoss. Fangen wir doch erstmal mit dem Obergeschoss an. Hier haben wir einen Blick auf das Treppenhaus und den Eingangsbereich. Schauen wir im Obergeschoss doch mal in die grüne Gruppe rein. Das ist auch unsere U3-Gruppe, in der die Kinder vom zweiten Lebensjahr bis zum Schuleintritt von zwei Fachkräften betreut werden. Hier sehen wir die Leseecke. Die Puppenecke. Den Eingang zum Nebenraum, die Regale, die Frühstückstische, die Malecke und die Küchenzeile. Schauen wir doch mal im Nebenraum weiter. Hier gibt es ein Trampolin. Ein Puppenhaus und einen Bauteppich. Und man sieht eine kleine Slackline zum Balancieren. Und hier sehen wir den Waschraum mit zwei Toiletten, zwei Waschbecken und dem Wickeltisch, in dem alle Wickelsachen für die Kleinen aufgehoben werden können. Oh, pst, jetzt geht's in den Schlafraum. Und weiter geht's mit der Turnhalle, mit vielen Möglichkeiten zum Schmeißen, zum Springen, zum Klettern, zum Bauen oder einfach mal abzuhängen. Und das letzte und beste am Obergeschoss, die Elternecke. Und hier ist unsere kleine Bücherei, aus der mal Bücher ausgeliehen werden können. Jetzt gehen wir runter zu den anderen drei Gruppen, der blauen, der roten und der gelben Gruppe. Hier werden die Kinder vom dritten Lebensjahr bis zum Schuleintritt von jeweils drei Fachkräften betreut. Darüber hinaus haben wir noch eine Sprachberaterin und eine Elternbegleiterin. Treten wir nun in die blaue Gruppe ein.
Wie man sieht, gleicht keine Gruppe der anderen. Aber alle wesentlichen Bereiche sind abgedeckt, vor allem Bewegung. Apropos Bewegung, jetzt geht's in den Außenbereich. Eine große Fläche zum Spielen, Toben, Laufen und Verstecken. Vielen Dank, dass ihr zugesehen habt. Wir hoffen, der Film hat euch gefallen und geholfen. Und wir freuen uns, euch im Sommer zu sehen. Bis bald! Eure Kita auf der Pele.